the Konami code. Up, down, down, left, right, left, right, left, right, left, right, BA select. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry 4. Und im letzten Part haben wir den Rest von der Mission von Willis gemacht und wir haben, naja, mehr oder weniger nur umgebracht. Also eigentlich haben wir es ja nicht selbst getan, sie jetzt dann selber sich angetan. Aber letztendlich hat dann doch die das Gewissen von uns gesiegt und sie hat ihr Schicksal erfüllt. Für den heutigen Part würde ich sagen, reisen wir erstmal hier Richtung Willis per Schnellreise und dann überlege ich mir jetzt kurz, ob wir die Festung von Nur machen, weil ich habe gehört zu haben in dem letzten Part, dass die mittlerweile geschwächt ist, weil halt Nur jetzt tot ist. Oder ob wir halt die Mission von Willis machen, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Wir könnten mal wieder Longinus, aber der ist so weit hier. Ich glaube, ich probiere mich einmal an der Festung. Ich probiere das einmal und dann, achso, das ist Willis. Ich dachte, ich könnte es vielleicht nehmen, den Flieger. Aber dann springe ich einfach dann da runter. Oh, lol, okay. Kranker Scheiß. Verdammt. Huch. Lol. Alter. Lol. Okay, warte. Ich will da eh nicht hin. Wir wollen nämlich ganz woanders hin. Und zwar... Alter, gibt's hier oben echt keinen Weg irgendwie sonst so weg? Alter. Kein Auto, nichts. Na super. Ich dachte, das würde vielleicht was bringen, wenn ich mich hier hinporten würde, aber anscheinend wohl eher nicht. Okay, was hat hier so komische Geräusche gemacht? Ich habe ein wenig Schiss. Okay, ich versuche mal irgendwie so Richtung Nur zu gehen und dann dahin zu fliegen hauptsächlich mit einem Wingsuit. Und ich sollte wieder offline spielen. Ich habe gerade eben wieder online gespielt, aber offline scheint irgendwie mehr zu bringen, weil es dann nicht so laggt irgendwie, habe ich das Gefühl. Naja. Okay. Dann, ah, das ist doch schon mal ein ganz guter Absprungsort. Dann machen wir das mal. LOL! Alter, ich dachte, der Wingsuit wäre schon längst ausgepackt. Alter, epic fail, ey. Oh nein, Alter. Jetzt kommen wir hier nicht weg, oder wie? Mega zum Kotzen, Alter. Oh, denn weißt du, das dauert mir jetzt echt zu lange. Erstmal übelster Fail am Anfang der Aufnahme. Ich mache jetzt die Willis-Mission. Komm. So. Steigen wir mal ein. Schauen wir mal, was Willis für uns zu tun hat. Das ist total für den Arsch. Hast du deine Manieren vergessen? Amerikaner klopfen. Wo ist das Original? Wie gesagt, je mehr Arbeit du mir abnimmst, desto mehr schwarze Balken gehen in Ruhestand. Na komm. Steig ein, ich gebe dir einen Vorgeschmack. Sieh es als eine Anzahlung. Okay, legen Sie los. Als ich deinen Alten rekrutiert habe, tranken wir eine Flasche Scotch in der Spelunke in Tirta. Er arbeitete noch für Pagan Min damals, mit einem Leuchten in den feuchten Augen. Als Min den Thronerben von Kyrat kaltstellte, hat die Kacke ganz schön gedampft, mein Freund. Verzeih die Wortwahl. Was? Nein, nein, ich kann sie nicht mehr hören. Keine Sorge, ist alles in dem Dokument, das ich dir nach dem Job geben werde. Na, zum Glück können wir ihn noch hören. Okay, das ist interessant. Also er hat unseren Vater, also Mohan Gale, hat er also rekrutiert. Das ist interessant. Und vor allem halt, dass er auch für Pergamin gearbeitet hat. Also unser Vater. Steckt Yuma da mittendrin. Du willst antworten? Alle Wege führen zu ihr. Was wissen Sie über sie? Sie ist Pergamins Stellvertreterin. Kam zusammen mit ihm aus Hongkong, voll mit Triadenkontakten, Atergo. Du weißt, was das heißt. Atergo? Na sicher. Ehrlich gesagt, nö, aber scheiß drauf, also, wir kriegen das schon hin. Was machen wir hier? Wir holen uns
eins von Yumas Lagern und dem Kerl, der es leitet. Schalte ihn aus, dann wird Yuma uns sicher was vorsehen. Das kriegen wir doch hin. Denn wir wären doch nicht AJ Gale, wenn wir das nicht hinkriegen würden. So. Schauen wir uns mal das Lager an, das sie hier haben. Okay. Zum Glück haben wir noch drei... oder was ist das denn? Ein Ziegenbock oder sowas. Bergziege. Können wir die gebrauchen? Ah, ich habe hier einen Fähigkeitenpunkt. Gar nicht so dumm. Ja, dann nehmen wir einfach das hier. Das ist eh sowieso das Einzige, was frei ist. Ah, ne, hier die zwei noch. Aber für die hatte ich keinen. Okay, wir nehmen das einfach. Aber ich wollte trotzdem noch gucken. Herstellung. Habe ich. Panzernashornhaut. Ja, das. Geisterbären. Himmelskatze. Rothundfell. Honigdachsfell. Lol, ich brauche noch einen Honigdachs. Krasser Scheiß. Okay, Bärenhaut, Panzer, Nashorn, Jackfell, okay. Gut, brauchen wir jetzt erstmal nicht, aber wenn wir es brauchen, dann, lol, dann wissen wir, wo wir das bekommen. Ich würde gerne hier irgendwo hochklettern, das wäre eigentlich ganz optimal. Oder ist der Typ hier alone? Okay, lol. Oh, lol. Hallo. Also diese Repetierarmbrust ist schon mega awesome, muss ich sagen. Alter, leck mich am Arsch. Ja gut. Alter, da kriegt man Heli oder wie, sagst du? Ja, sicherlich. So. Da dürfte noch irgendwo einer stehen. Oder hier so, irgendwie. Aber dieser Heli, ne? Der macht mich gerade so ein bisschen... Lol. Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Die Granate hat nicht so viel gebracht, Jungs. Okay, der zweite ist der Heli. Ich dachte, das wären zwei Leute. Lol, da oben ist ein Sniper. Du mieses Stück, du. Alter. Boah, der zieht aber ordentlich. Aber zum Glück bin ich auch genauso gut. So. Wenn nicht sogar besser. Wir hätten die Dingens wieder mitnehmen sollen. Die Bazooka. Beziehungsweise halt den Raketenwerfer. So. Hallo? Kann der mal drauf... Alter. Sein Ernst? Lol. Ja, sicherlich. Natürlich. Stirbt er einfach nicht, das Arschloch. Ja, mega... Alter, triff ihn halt. Megamäßig. So, von wo wurde ich noch abgeschossen? Okay, da hinten. Wer hat mich gesehen? Wer hat mich denn gesehen? Ich sehe den Typ nicht. Und jetzt sieht er mich auch nicht mehr. Was ist los? Lol, okay. Da hinten. Okay, das machen wir. Vielleicht jetzt nicht so mega sneaky wie eigentlich gewollt, aber ich glaube, das geht hier auch fast gar nicht so wirklich. So, her da. Also zumindest einen halben. So. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da? Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Alright. Hier steht noch irgendwo einer. Den müssen wir mal eben kurz erledigen. Ach, das ist doch schon der gewesen, den wir gesucht haben. Optimal. Erstmal die Kiste holen. Ja, das ging doch ganz gut schon mal. Willis, Yumas Stellvertreter ist erledigt. Bist du sicher, dass es der richtige war? Achso, ich soll ein Foto von der Leiche machen. Alright. Okay. Krasser Shit, okay.
Das machen wir natürlich. Easy. So. Okay. Das haben wir. Den haben wir. Also wir können einfach durchracen im Grunde genommen. Oh lol. Okay, jetzt sind das ein bisschen viele. Hallo. Ist ja saukacke, dass wir jetzt unsere ganze Heilung schon verschwendet haben am Anfang. Das ist halt jetzt echt nicht so optimal. Hey, du bist doch... Ich weiß doch ganz genau, dass du abgehauen bist, du kleines Stück Scheiße, du. Ich weiß es ganz genau. Da oben. Ha! Oh lol. Nice. So, wo ist der nächste? Erstmal heilen. Wenn man schon gerade dabei ist. Und nochmal. Okay, da oben sind sie. Kopfschuss, sehr schön. So. Da ist noch einer, aber den müssen wir eigentlich noch hinkriegen, oder? Würde ich sagen. Lol. Wie der einfach direkt hier stand. Okay. Gut, den haben wir dann auch. Sehr schön. Dann gehen wir mal da hoch. Ja, krass. Noch ein bisschen was eingesammelt. So. Bis jetzt ist die Mission ja sehr, sehr easy, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich kommt die Scheiße noch. Ja, gut. Dann gehen wir mal hier durch. Anstatt da so drüber zu klettern und sneaky zu kommen, machen wir erstmal die Haupttür auf. Okay. Noch ist alles safe. Alter, Tonprobleme. Okay. Dann erstmal wieder die Armbrust ausgerüstet. Nicht, dass man hier direkt wieder... Okay, wer sieht mich denn da so genau? Ach, der da hinten, okay. Alright, dann holen wir doch mal die Sniper raus. Und tschüss. Alter. Ja gut, das hat dann vielleicht wieder nicht so gut funktioniert. Naja, also diesmal habe ich es nicht so mit Sneaky irgendwie. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Liegt vielleicht auch in der Umgebung. Wer weiß das schon. Hier steht direkt einer. Da hinten ist er. So. Okay, von links. Das ist der Heli. Der darf uns auf keinen Fall sehen. Weil der zerfickt uns komplett. Und zwar instant. Ja gut, jetzt ist es zu spät. Ja, der schießt ja gar nicht, dem ist es ja vollkommen egal. Krass. Ach, ist das so ein Aufklärungsheli? Oder wie soll ich das jetzt hier verstehen? Ich glaube, ich kann mich ganz gut von rechts anschleichen, oder? Oh. Hallo? Ich dachte, hier wären vielleicht... Ach, da steht ja einer. Lappen. So. Die haben halt alle einfach keine Ahnung, wo ich stehe. Alter, wie ich einfach keinen einzigen erwischt habe, ne? Lol. Den haben wir. Gut, den Sniper haben wir auch weg. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Den haben wir auch. Den haben wir. Lol, den haben wir nicht. Alter, du kleines Stück Scheiße. Lol. So. Und nochmal ein bisschen heilen. Okay, okay, okay. Alles easy, Bro. Alles easy. Ich tu dir nichts. Alter, okay, das sind einige, aber ich glaube, das dürfen wir hinkriegen, wenn wir uns gut anstellen. Ah, der da hinten ist immer noch am abfacken, Alter. So, hier vorne steht direkt einer, sehe ich doch. Direkt. So, da ist noch einer. So, den haben wir. Oder ist der über mir? Ich glaube, der ist über mir, ne?
Alter, leck mich doch am Arsch. Lass mal wieder heilen. Ist auf jeden Fall machbar. Alter, wo ist denn der jetzt hin, ey? Lol, da. Okay. Den haben wir. Den haben wir noch nicht ganz, aber den kriegen wir auch noch. Alter, treffe ich den nicht? Was ist da hier los, ey? Kannst du den... Alter, ist das dein Ernst? Ja gut, dann halt mit der Sniper. Verdammte Scheiße nochmal. So, ich nehme mal kurz deine Waffe, Junge. Weil ich... Oh, aber nicht gegen die Sniper. Ah. So. Weil ich... Lol. Wieso hat der... Oh, du bist doch auch nutzlos, Alter. Wieso haben die alle keine Munition mehr? Sind die hinter mir? Habe ich wieder Munition? Ich weiß es nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet. Okay, dann durchsuchen wir den einfach mal. Schlüssel. Hey, wo ist denn dieser andere? Ich will ihn noch töten. Ja, ja, der ist hier. Da. So, sehr schön. Da hole ich mir noch von dem die Munition. Kann ja nicht schaden. Und dann können wir easy hier durchlaufen. Ja, Leute, ich würde mal sagen, ihr seid nicht ganz so gut aufgestellt. Haha. So. Und jetzt? Checkpoint. Oh, und schon wieder Tonprobleme. Immer wenn ein Checkpoint kommt, ne? Das ist aber von dem neuen Update. Das, da kann ich leider nichts machen. Okay. Dann ab in die Höhle. Schalt mal um auf den, auf die Armbrust. Ich glaube, die ist hier ein bisschen effektiver. Die haben es auf mich abgesehen. Ich mach mich mal rar. Was? Warten Sie. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Werd ich dran, sich guter Blümchen. Ich komme, wenn du fertig bist. Ich wusste, dass Willis eine feige Sau ist. Ich hab's einfach gewusst. Ich hab's doch schon im letzten Part gesagt, Mann. Boah, die müssen wir aber ganz schnell ausschalten da hinten. Das ist echt... Oh, ne. Okay, warte. Das wird der erste sein, den wir killen. Das kannst du dir... Kannst du dir sicher sein. Erstmal alle markieren. Und checken, wer da so überall ist. Und dann... Oh, Mann, jetzt hat er so einen beschissenen... Winkel. Ich muss den von hinten erledigen, weil dieser Helm den halt schützt. Oder ist das ein Flammen... Ne, das schützt den, ne? Ja, sicherlich. Dreh dich doch mal, mein Freund. Alter. Ja, genau, zünd halt die scheiß Glocke an. Alter, fuck. Ich dachte, ich würde ihn treffen vielleicht. Dann halt nicht. Alter, lol. Mega Verarsche. Übelste Mega Verarsche. Das ist ein Witz, ne? Das ist so ein Witz. Okay, da ist der Flammenwerfer-Wichser. So. Jetzt aber mal Schluss hier. Alter, leck mich fett. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition, um jetzt diesen Fetten da wegzuknallen einfach. Ah, ich glaube, ich habe den Kommandanten schon erledigt, ne? Habe ich den? Alter, gehen die mir auf den Sack, ne? Ups, der ist kurz mal weg angegangen, das tut mir leid. Ups. Aber das hat man, glaube ich, fast gar nicht gehört. Okay, der Typ wird mir jetzt hart auf den Sack gehen, Alter. Ich weiß es genau. Deswegen erstmal umschalten. Der sieht mich nicht, mega nice. Erstmal heilen und dann schalten wir um auf...
Granate. Okay, das war ein bisschen scheiße geworfen. Sehr nice. Gut, der ist schon mal weg. Das ist sehr, sehr gut. Alter, da ist noch einer am... Boah, was ein Schwert, ey. Jo. Alter, was ist hier? Junge. Jo. Das war heftig. Erstmal heilen. Alter. Holy shit. Okay, ich habe nicht mehr viel Munition. Das muss jetzt... Alter, ich habe gar keine mehr, ne? Scheiße. Alter, und noch so einer, ist es denn ernst? Alter. Ja, genau. Was habe ich denn noch so? Molotow. Alter, wie soll ich denn jetzt ficken, ey? Was soll denn das? Ich habe ja nichts mehr. Der Bogen wird ihn ja wohl kaum verletzen, oder? Ja. Aber warte mal. Wartet doch mal. Herstellung. Kann ich nicht... Ich konnte doch irgendwo... Ich kann doch jetzt eigentlich... Nee, das war das nicht. Sprengpfeile, Brandpfeile und Haft-Upgrades für Sprengstoff an Handelsposten kaufen. Verdammt! Ich hätte die mal kaufen sollen, Alter. Ja, was machen wir jetzt? Das mit der Sniper wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, obwohl... Ach du Scheiße, geht der ab. Ich sehe vor allem auch überhaupt nicht, wo ich hinschießen soll. Alter. Sicher. Ja, der wird aber gleich explodieren. Komm schon. Explodier! Yes. Ey, wieso schießt denn der nicht mehr? Sau nice. Den zweiten haben wir auch gekillt. Lol, drei haben wir... Nice. Mega geil. Erstmal die ganze Munition hier aufsammeln. Wer ist hier noch? Ey, gar keiner mehr. Waren das jetzt alle? Jo, das war auf jeden Fall keine gute Aktion von den Typen. Sich einfach neben den Typ da zu stellen und zu warten, bis er explodiert. Nicht so schlau. Okay. Don. Ich glaube, den Kommandanten haben wir tatsächlich... Ah, ne, doch nicht, oder? Der kommt jetzt erst. Wo ist denn die Kiste? Ja, komm, egal. Wenn wir eh schon so viel übersehen... Okay, wo lang jetzt? Ich nehme mal wieder die Armbrust. Alter, ohne Scheiß, was geht denn hier ab? Ah, hier ist die Kiste. So. Hier lang, okay. Ah, hier ist noch ein bisschen was zum Einsammeln. Ah ja, endlich wieder richtig Munition. Das tut richtig gut. Oh, jo. Okay, dann da hoch. Ach. Und weiter geht's. Hier ist noch eine Kiste. Okay. Also das war jetzt bisher nicht so mega schwer, muss ich sagen. Es war machbar. Lol, alles so Mönche, so mumizierte. Krass. Das sind echte Leichen noch, ne? Oder sind das Figuren? Nee, ne? Krasser Scheiß. Okay, Checkpoint. Okay, krass, wir sind wieder draußen. Das ist schon mal... Alter, wie lange geht das denn noch? Ja, ich will mal sagen... Ja, wie es hier weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Lasst eine positive Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und haut rein. Bis dann. Tschüss.